zu einem neuen Video der Berufsschule 7. Bei diesem Video möchte ich mich mal um Java allgemein kümmern. Jetzt weniger Syntax, Regeln etc., sondern eher das Grundkonzept. Die Idee hinter dem Video ist, dass wenn jetzt jemand aus einer Programmiersprache kommt, die eben nicht Java ist, dass so die wichtigsten Do's und Don'ts in Java einfach mal kurz angesprochen werden. Also im Prinzip, was muss ich machen, damit ich anfangen kann, Java zu programmieren? Ich werde noch ein paar andere Videos zu Java und allgemein zu Programmiersprachen nachliefern, aber wie gesagt, hier geht es erstmal nur um die Grundidee. Als allererstes, und das werde ich von meinen Schülern relativ häufig gefragt, warum nutzen wir überhaupt Java, wenn wir in der Arbeit was anderes machen und so weiter. Und es gibt ein paar Gründe, warum Java eigentlich für die Lehre eine ganz gute Idee ist. Zum Ersten, Java ist ein relativ sauberes Konzept. Es gibt wenig syntaktischen Zucker, wie man so schön sagt, einfach irgendwelche kleinen Shortcuts, um schneller programmieren zu können. Sondern ich muss vieles selber machen. Und das ist natürlich beim Programmieren erstmal ein bisschen doof. Für das Verständnis der Programmierkonzepte ist es aber eine relativ gute Sache. Insofern ist es auf jeden Fall mal sinnvoll, mit Java das Programmieren zu lernen. Dann Java natürlich ist plattformunabhängig. Das gilt für viele andere Programmiersprachen auch. Aber Java hat hier diese Plattformunabhängigkeit durchaus mit eingeläutet. Dann, es gibt keine Lizenzkosten, zumindest wenn wir das nicht mit dem Oracle Support verbinden. Für die Lehre ist das absolut in der Form, wie wir es nutzen, in Ordnung. Dann, es gibt eine sehr, sehr große Community, also es gibt fast kein Problem in Java, auf das man stolpert oder über das man stolpert, das noch nicht irgendjemand gelöst hat und Stack Overflow hochgepostet hat. Dann ist es weit verbreitet, gerade bei großen Web-Applikationen wird gerne Java genommen, wo es wirklich Skalierbarkeit, hohe Performance etc. eine Rolle spielt. Wie weit es in Zukunft auch wichtig sein wird, kann ich nicht sagen. Es wird immer neue Sachen geben, als bestes Beispiel ist Android, wo Java langsam durch Kotlin abgelöst wird. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist die Verbreitung nach wie vor sehr groß. So, wie können wir Java einordnen? Java ist eine objektorientierte Programmiersprache. Wir arbeiten mit Klassen und Objekten. Dadurch ist es sinnvollerweise imperativ mit Zuweisungen und Veränderungen. Dann haben wir statische Typisierung, also im Gegensatz zu JavaScript, wo wir dynamisch typisieren, müssen wir in Java zur Compile-Zeit die Typen festlegen und wir kompilieren in eine Intermediate Language. Das heißt, wir kompilieren nicht in nativen Code, sondern in einen Zwischencode. Und diese Intermediate Language wird durch die Java Runtime Engine, also eine virtuelle Maschine, interpretiert und ausgeführt. Wenn wir Java installieren, dann müssen wir erstmal unterscheiden, sind wir auf einem Client-Rechner, weil dort brauchen wir nur die Java Runtime Engine, also die virtuelle Java-Maschine, die eben unseren Intermediate Language Code ausführt. Und das würde man beispielsweise unter www.java.com und dann kann man sich durchklicken zum Download beziehen. Bei einem Entwicklerrechner ist es etwas anders. Dort brauchen wir zwar auch die Java Runtime Engine, um unseren Code auszuführen, aber brauchen noch zusätzlich das JDK. Das JDK steht für Java Developer Kit und das finden wir beispielsweise bei Oracle unter Java und dann Downloads, da klickt man sich entsprechend auch durch. Und was wir hier finden unter Oracle ist lediglich für Entwickler dann das JDK, weil das liefert mir dann die Runtime Engine auch gleich mit. Also wenn wir das JDK installieren und dann hier unter Binary gucken, finden wir hier die Laufzeitumgebung java.exe, das wäre das JRE, und Java C, das ist der Compiler, der ein Teil des JDKs ist. Ja, wie programmieren wir? Wir werden normalerweise natürlich eine integrierte Entwicklungsumgebung nutzen. Wenn wir die aber nicht haben oder wenn wir wissen, was diese IDE im Hintergrund macht, dann kann man sich das auch mal zu Fuß anschauen. Wir können einen beliebigen Editor nehmen und ein File schreiben. Hier jetzt die Klasse Hello World. Und wichtig ist, wenn wir
bei Hello World das H und das W groß schreiben, muss es in sich stimmig bei allen Aufrufen von Hello World eben auch so sein. Also Java ist case-sensitive, Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden. So, angenommen, wir haben dieses File jetzt, diese Klasse Hello World in einem File eingetragen, das ja, auf unserer Festplatte liegt, dann muss dieses File auch Hello World, in dem Fall jetzt Punkt Java heißen. Und dieses Hello World Punkt Java wird dann kompiliert durch den Java Compiler, Java C, haben wir gerade gesehen, wo der liegt. Und wenn ich Java C aufrufe, muss das File Hello World genau unter dem Verzeichnis liegen, wo ich jetzt Java C hier aufrufe. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die uns die IDE abnimmt, aber einmal das zu Fuß durchgehen, das macht durchaus Sinn. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, also wenn ich jetzt Java C mit dem Parameter meines Hello World.java-Files aufgerufen habe, dann erzeugt der mir ein weiteres File, das heißt Hello World.class. Also auch wieder gleicher Name wie das Java-File, gleicher Name wie die Klasse. Und mit einem Directory-Befehl sehe ich jetzt, dass hier in meinem Verzeichnis das Hello World.java und das Hello World.class-File ist. Gut, jetzt kann ich es ausführen. Ich kann jetzt sagen, Java, das war die Laufzeitumgebung, und übergebe der Laufzeitumgebung den Klassennamen. Also ohne Punkt Class, sondern nur Hello World. Und was jetzt passiert ist, die Runtime-Umgebung wird gestartet, die wiederum läuft auf Betriebssystem, das wiederum läuft auf der CPU. So, und jetzt habe ich hier an der Stelle ja eben mein Code, der wird jetzt gelesen. Und zwar wird erstmal geguckt, ja, was brauche ich an zusätzlicher Funktionalität? Ich habe jetzt hier einen kleinen Import eingebaut, den ich zwar laut Code weiter unten erstmal nicht brauche, aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Also wenn ich zusätzliche Funktionalitäten, sogenannte Packages, benötige in meinem Code, dann muss ich das mit einem Import machen. Das ist jetzt hier java.util. Dort finden sich Utilities wie Array und Hashtables und so Kram findet sich da drin. Und was jetzt passiert, wenn jetzt meine Java Runtime Umgebung in der Intermediate Language über diesen Befehl kommt, dann sucht er sich die richtigen Bibliotheken, wo die stehen. Steht normalerweise im Class Path. Gut, Java Utils ist von vornherein bei Java mit dabei. Wenn ich aber jetzt von irgendeinem externen Hersteller irgendwelche Klassen oder irgendwelche Bibliotheken einbinden möchte, dann müssen die im Class Path stehen. Das ist eine Systemvariable auf der Betriebssystemebene. Ich kann aber diese Informationen auch beim Start der Runtime-Umgebung mit einbinden. So, das heißt, jetzt weiß die Runtime-Umgebung, wo sich diese Bibliotheken befinden und übernimmt die jetzt erstmal. So, und das Ganze übernimmt es der Classloader. Der kümmert sich dynamisch um den Zusammenbau der einzelnen Komponenten meines Programms. Das ist anders wie in der ja, guten alten C- und C++-Zeit, wo man das Ganze dann noch mit einem Linker zusammenschustern musste. Hier übernimmt es dynamisch der Classloader. Dann habe ich ja schon gesagt, der Name der Klasse ist hier entsprechend wichtig, weil das genau das ist, was mein Java aufruft. Und jetzt hier sehen wir noch die Main-Methode. Die ist deswegen wichtig, weil das der Einstieg ins Programm ist. Also wenn ich ein Programm starten möchte mit Java, Hello World in unserem Fall, muss in der Klasse auch die Main-Methode vorhanden sein, weil das sozusagen die Eingangstür, kann man schön sagen, in unser Programm ist. Dann haben wir hier System Out Print Line. Das ist eine Konsolenausgabe und ja, das würde ich jetzt eben auf dem Bildschirm sehen. Hello World und damit haben wir unser erstes Programm abgehakt. Jetzt gucken wir uns aber noch mal ganz kurz die Main-Methode an. Wenn wir jetzt unseren Code kompilieren und es ausführen, dann würde jetzt der Interpreter erstmal hier an dieser Methode hängen bleiben. Das ist ja unser Startpunkt, unser Eingang in unser Programm. Und diese Main-Methode, die hat immer eine definierte, feste Signatur. Ja, sie ist public, logisch, ich muss von außen darauf zugreifen. Sie ist statisch.
Ich muss kein Objekt instanzieren, um sie aufrufen zu können. Auch das ist sinnvoll, weil das ja die erste Zeile meines Codes ist und somit ich vorher kein Objekt instanzieren kann. Dann kein Rückgabewert, void, und sie muss immer main heißen. Und als Parameter muss ein String Array vorhanden sein. Dieses String Array hält jetzt die Parameter des Aufrufs des Programms. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich jetzt in der Konsole mein Programm aufrufe mit Java und dann Hello World, kann ich hier hinten jetzt noch zusätzlichen Text hinterlegen. Den muss ich durch Leerzeichen trennen. Das heißt, ich habe 1, also den String 1, dann Leerzeichen, die Ziffer 2, wobei das auch String interpretiert wird, Leerzeichen und 3 unterstrich 4. Das heißt, drei voneinander getrennte, also mit Leerzeichen voneinander getrennte Elemente, die sind jetzt meine Aufrufparameter. Und die landen jetzt in diesem Array. Eben, das wird damit ein Array mit drei Elementen. Und das packe ich jetzt in eine For-Each-Schleife. Das heißt, jedes dieser Elemente wird in jedem Durchlauf oder in den drei Durchläufen jeweils in die Variable val eingetragen und die gebe ich dann in der Schleife aus. Und dadurch sehen wir, dass wir jetzt hier unsere drei Argumente tatsächlich im Zugriff haben und können jetzt hier mit parametrierbare Java-Aufrufe machen. Natürlich wird Java nicht so häufig für konsolenbasierte Programme genutzt, aber wir können es durchaus durchführen und damit haben wir eben gesehen, wie das funktioniert. Das nächste Thema, über das wir kurz gucken, ist das Package. Im Package können wir verschiedene Klassen zusammenfassen. Also Gruppieren von Klassen, das wäre so ein Package, damit wir das später auch als eigenes Paket mal an jemand anders geben. Was weiß ich, wir schreiben eine Bibliothek, die andere nutzen wollen, dann sollten wir diese in Packages verpacken. Gut, ich habe jetzt mal hier im Code hinterlegt, ja, meine Klasse Hello World soll in dem Package My Package liegen. Damit ich das aber auch machen kann, muss ich jetzt ein Directory erzeugen, das ich dann genauso nenne wie das Package eben My Package. So, die Klasse oder das Klassenfile HelloWorld.java muss dann auch in diesem Package landen, also in diesem Unterordner. Und zum Kompilieren muss ich jetzt in diesen Unterordner wechseln und meinen Compiler ausführen. So, jetzt muss ich wieder eine Ebene höher gehen, wieder in die auf die Elternebene des Packages, weil das Package sozusagen als Gesamtes ja, auszuführen ist. So, wenn ich jetzt dieses Hello World.class ausführen möchte, muss ich jetzt eintragen Java mypackage.helloWorld. Also erstmal Package Punkt und dann den Klassennamen. Und dann kann ich hier wieder in dem Fall mit zwei Parametern arbeiten, Hallo und Welt. Und dann gibt er mir sie wieder aus. Also, das wäre die Art und Weise, wie man so ein Package löst. Auch hier gilt natürlich, die IDEs machen das sehr viel bequemer. Gucken wir uns mal an, welche wir üblicherweise nehmen. Also es gibt eine ganze Vielzahl, so die am meisten, zumindest jetzt in meinem Umfeld genutzten, ist Eclipse. Das kriegen wir unter www.eclipse.org. Ich meine, von der Apache Foundation wird es gepflegt. Dann gibt es VS Code. VS Code ist ja der Editor von Microsoft, der freie, der mit eben Extensions dann die verschiedensten Umgebungen eben erlaubt zu programmieren, in dem Fall auch Java. Nicht ganz so bequem wie Eclipse, aber auf jeden Fall für den Anfang ausreichend. Und was auch sehr beliebt ist, ist IntelliJ von JetBrains, mit dem auch sehr viel gearbeitet wird. Für mein Beispiel konzentriere ich mich jetzt erstmal hier auf Eclipse, wobei das mit den anderen genauso funktioniert. So, wenn ich Eclipse starte, dann sehen wir das in der Form. Ich muss ein Java-Projekt anlegen und dann dort eben entsprechendes Package anlegen und hier mein Programm eintragen. Also das ist alles relativ straightforward. Und in anderen IDEs funktioniert es immer ein bisschen anders, aber auch hier gilt, da kommt man relativ schnell rein.
Was ganz interessant ist, bei den meisten IDEs, ich habe hier ungespeicherte Änderungen. Und wenn man jetzt hier mal auf den Ordner guckt, wo die Class-Files sich später befinden, und ich mein Programm geschrieben habe, existiert es noch nicht. Sobald ich speichere, wird dann eben in dem Ordner das Class-File automatisch erzeugt. Das heißt, wir kompilieren automatisch und damit haben wir ja relativ wenig mit unserem Compiler am Hut, das übernimmt die IDE für uns. Und das gilt für die anderen IDEs genauso. Die Ausgabe ist dann meistens hier in dem unteren Fenster. Das ist für die allermeisten Fälle absolut ausreichend. Es gibt hin und wieder ein paar kleine Problemchen, beispielsweise mit dem Backspace als Printausgabe jetzt in Eclipse weiß ich es. Aber da muss man halt dann googeln, wenn es dort Probleme gibt. Das nächste ist das sogenannte Modulkonzept, was erst vor ein paar Jahren eingeführt wurde. Und was Oracle da gemacht hat, die hat den Kernel von Java in einzelne Module zerlegt. Und das, was jetzt hier passiert ist, wenn ich jetzt eine externe Funktionalität importieren möchte, in dem Fall jetzt JOption Pane, dann habe ich hier erstmal zwei Sachen, die ich tun muss. Das erste ist, ich muss sagen, in welchem Package liegt das denn? Und das zweite, in welchem Modul findet Java dieses Package? Und eben Eclipse bietet mir jetzt hier tatsächlich so eine Funktionalität an, dass ich sage, okay, hol mir bitte das Package und das passende Modul. Ja, wenn man dann da draufklickt, dann wird hier automatisch der Import JavaX Swing. Das ist das Package, in dem eben die JOption Pane drin steckt. Und wenn wir uns das Modulfile angucken, dann muss hier eben requires java.desktop drin stehen, weil dort befindet sich eben dieses Package JavaX Swing. Wenn ich das Modul info.java komplett weglasse, dann muss ich das nicht tun. Dann würde eben Java eben immer global suchen. Viele lassen es gerade für kleinere Testprogramme weg. Für größere wird auf jeden Fall empfohlen, das Modulkonzept zu verwenden, weil, wie wir hier schon sehen, die IDEs machen einem das Leben da relativ leicht und ja, sollte eigentlich kein großes Problem sein. Jetzt gibt es nicht nur die Situation, dass wir Module nutzen, sondern vielleicht auch mal welche selber schreiben. Deswegen habe ich hier mal ein kleines Programm geschrieben. Und zwar habe ich jetzt hier eine Klasse im My Hello World realisiert und der es einfach nur eine statische Methode Say Hello World gibt. Ja? Und die möchte ich jetzt von einer anderen Klasse aus nutzen können. Und dazu gehen wir jetzt in dieses Package rein, diese Modul-Info. Und hier sage ich jetzt, ich möchte gerne dieses Paket, in dem ich meine Klasse hinterlegt habe, My Package, exportieren. Also Exports My Package. Und damit kann ich das Ding jetzt eben über das Modul in irgendeiner Form ja, rausgeben für andere Nutzer. In meiner nutzenden Klasse nutze ich jetzt hier beim Import, sehen wir in der Zeile 2, Import my package, Punkt Stern, also alles, was da drin ist, hätte ich gerne. Und jetzt kann ich sagen, my hello world Punkt say hello world. Das heißt, hier kann ich jetzt auf diese statische Methode zugreifen und kann sie nutzen. Damit ich das aber kann, muss ich jetzt hier, wie eben bei dem anderen auch schon mal gesehen, das requires machen, also requires my hello world module. Das heißt, dieses Modul, das ich hier in meinem oberen Projekt genutzt habe, muss ich hier einfach über requires einbinden. Und das geht relativ einfach in den IDEs, die machen einem das relativ leicht, vor allem wenn ich es eben alles in einem drin habe. Und ja, wie kann ich das jetzt an jemand anders geben, also jemand, der außerhalb von meiner Entwicklungsumgebung agiert? Dazu können wir das Ganze jetzt in ein JAR-File exportieren. Und ein JAR-File ist ein Java Archive. Und dazu machen wir jetzt hier in dem, was ich exportieren möchte, was ich eben an jemand anders geben möchte, gehe ich mit der rechten Maustaste drauf, exportieren und dann gibt er hier ein JAR-File. Es gibt unten noch das Runnable JAR-File, das ist nichts anderes wie ein normales JAR-File, wo noch so ein weiteres Info-File, ein sogenanntes Manifest drin steht.
wo einfach drin ist, was ist die Main-Methode. Also damit eben, wenn ich das Jar-File aufrufe, das Jar-File sich darum kümmern kann, dass intern die richtige Main-Methode gestartet wird. Aber das brauchen wir jetzt hier nicht, wir nehmen das normale Jar-File. Dann gibt es halt auch so einen Dialog, da kann man ein paar Sachen einstellen. Das ist jetzt erstmal, wir nehmen einfach mal die Default-Werte und geben halt in dem Jar-File den Namen ein. Also myjar-File oder myjar.jar. Name ist hier erstmal egal, Hauptsache die Extension ist Jar. Und was das eigentlich ist, ist nichts anderes wie ein ZIP-File. Das heißt, wir können jetzt mit irgendeinem Archivierungsprogramm können wir das Ding öffnen und reingucken, was da drin ist. Und da finden wir dann ein paar Informationen, wie Meta-Infos, ClassPath-Infos und so weiter. Und das ist einfach dafür da, dass wir das dann sozusagen als gesamtes Paket, Package oder eigentlich Archiv korrekterweise an jemand anders geben können. Und in den IDEs kann man jetzt diese Jar-Files dann wieder importieren in die einzelnen Projekte. Und wenn man das Ganze zu Fuß macht, dann wird es wieder ein bisschen komplizierter, aber das schauen wir uns auch nochmal in ein paar Schritten an. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal in unsere Konsole und wollen jetzt sozusagen das Jar-File, das wir eben irgendwohin exportiert haben, kann man mal davon aus, wir haben es hier in dev. Also wenn ich jetzt hier dir mache, dann sehe ich, ich habe hier my jar und dieses your package, also dieses Projekt, wo ich eben dieses jar nutzen möchte. So, wir gehen davon aus, dass in your package eben der Code entsprechend schon drin ist. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal rein und wollen das jetzt kompilieren und zwar auch zu Fuß, also mit dem Java C. .exe-Programm. Und dem müssen wir jetzt mitgeben, pass auf, wenn du das Ding kompilierst, dann nimm bitte dieses Jar-File mit. Weil in dem Jar-File steht der Code drin, den wir für unser Programm brauchen, den wir nutzen wollen. Und deswegen brauchen wir hier in die Extension ClassPath, also Java C-ClassPath, und dort steht jetzt drin, A unter C, dev myjar.jar, finden sich jetzt Ressourcen, die für diesen Compiler-Vorgang eben notwendig waren. Das haben wir alles in unserer IDE nicht gebraucht in Eclipse, weil das die IDE selber managt, aber wenn wir das zu Fuß machen, dann müssen wir das eben so machen. Wir könnten alternativ das auch dieses myjar.jar direkt in die ClassPath-Variable von unserem Betriebssystem hinterlegen, wäre jetzt aber hier für so eine Situation eher ja, kontraproduktiv, weil dann irgendwann so viel Zeug da drin steht, dass es irgendwann einfach mal zu viel wird. So, also wir kompilieren das Ding jetzt eben in Your Package, dort ist unser Java-File drin und es braucht jetzt eben die Referenz auf myjar.jar. So, jetzt gehen wir wieder runter, jetzt wollen wir das Ganze starten. Wenn wir das Ganze starten, dann müssen wir jetzt auch hier wieder dieses Jar-File angeben. Und zwar, indem ich jetzt hier auch wieder java-classpath und dann cdevmyjar.jar, das ist jetzt eben dieses File wieder. Und jetzt darf ich nicht vergessen, auch noch den aktuellen Ordner hinzuzufügen, weil ClassPath ist im Prinzip nichts anderes wie die Information an Java, wo soll gesucht werden. Ja, das heißt, er sucht jetzt erstmal in myjar.jar, ah, da ist was drin, das nutzt er, und Punkt ist immer der aktuelle Ordner. Und das Ganze, die verschiedenen Dinger trennen wir mit Semikolon. Und wenn wir jetzt ein Projekt hätten mit mehreren Jar-Files, müssen wir die halt auch mit Semikolon trennen. Und dann geben wir wieder yourpackage.yourhelloworld ein. Das heißt, die Klasse wird gestartet, dort ist eine Main-Methode drin und dann sehen wir Hello World. Und damit haben wir jetzt im Prinzip das komplette, ja, Projekt sozusagen zu Fuß kompiliert. Wie wir sehen, relativ umständlich, aber ich finde es immer ganz gut, mal es zu Fuß zu machen und nicht immer nur auf die Voreinstellung von den IDEs zu vertrauen, weil wenn da mal was nicht funktioniert, dann muss man in die Einstellungen von den IDEs gehen und immer nachgucken, was ist hier falsch. Und wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das intern zusammenhängt, dann kann das manchmal sehr, sehr lange dauern, bis man da zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommt. Ja, das war jetzt Java in aller Kürze. Im Wesentlichen, wie gesagt, einfach nur, was muss ich machen, um mit Java anzufangen. Syntax ist jetzt hier keiner drin gewesen, kein sinnvoller, weil darum ging es hier nicht, sondern einfach nur, was muss ich wissen, um die ersten Schritte in Java durchzuführen. Und vor allem war das ausgelegt für Leute, die aus einer Nicht-Java-Welt kommen. Ja, dann ich werde jetzt
ja, noch ein paar Videos machen zu grundsätzlichen Java-Features. Es gibt ja schon ein paar für Objektorientierung etc. Aber ich will das ganze Thema Datentypen, so ein Kram auch noch mal ein bisschen wiederholen. Und das wird so in den nächsten Wochen dann auch reinpurzeln. Bis dahin dranbleiben und bis zum nächsten Video.